Und jetzt das Heute-Journal mit Kai Sölwe-Richter und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Ein deutsches Exportmodell steht vor seinem ganz großen Stresstest. Das System der Kurzarbeit, eine Art Brücke, die uns schon durch Wirtschaftskrisen hindurchgeleitet hat und die diverse Länder von Deutschland übernommen haben, muss jetzt zeigen, was es kann. Die deutschen Unternehmen haben gut 10 Millionen Anträge auf Kurzarbeit gestellt. Das gab es noch nie. Und das heißt, fast jeder dritte Beschäftigte in Deutschland ist von Kurzarbeit bedroht. In manchen Branchen sind es bereits jetzt 3/4 der Mitarbeiter. Das heißt konkret, die Beschäftigten müssten auf einen Teil ihres Geldes verzichten, die Firmen im Gegenzug ihre Mitarbeiter halten und ein Lohnausgleich kommt von der Arbeitsagentur. Deren Chef ist heute anzusehen, wie sehr ihn das alles mitnimmt. Dominik Lessmeister berichtet. Seit über einem Monat Stillstand im Opel-Werk in Rüsselsheim. Die meisten der 17.000 deutschen Opel-Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wie auch sonst in der Automobilindustrie. Deutschlands Wohlstandsmotor gestoppt. Das soll sich bald ändern. Also der Wiederanlauf ist ganz wichtig, auch für die, in der Produktion, dass man das als Signal auch sieht für die Mitarbeiter, aber auch für die Wirtschaft insgesamt. Weil man natürlich sehen kann, dass man dann auch wieder ein Stück Normalität in den Alltag bekommt. Fiebermessen am Eingang, Maskenpflicht, Einbahnstraßen in den Gebäuden, sogar ein Teil der Sitze in der Raucherecke haben sie abmontiert. Das Ziel, so wenig Kontakte wie möglich. Wir haben dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter in ihrer Station verbleiben und dass sie sich sozusagen dort nicht begegnen während des Arbeitsablaufs. Das heißt, die Stationen sind entkoppelt, sodass wir den 1,50 Meter Abstand einhalten. Bis die Produktion wieder reibungslos läuft, wie auf diesen Bildern vor Corona, werden noch Wochen vergehen. Deutschlands Betriebe melden für den April über 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, bisher positive Meldungen gewöhnt, spricht von einem Arbeitsmarkt unter Druck. Wir sind 1/3 aller Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben. Wir wissen noch nicht, wie viele Kurzarbeiter es in den Abrechnungen am Ende des Tages sind. Das werden wir aber auch demnächst wissen. Und es ist zu nahezu 100% Corona als Ursache. Auch die Zahl der Arbeitslosen geht nach oben. Im April waren 2.644.000 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Steigerung um 415.000. Die Entwicklung zeigt, wir können zwar unser Land, auch in unserem Land, nicht für jeden Arbeitsplatz garantieren, aber wir werden weiter um jeden Job kämpfen. Doch nicht überall in Deutschland ist die Wirtschaft von Kurzarbeit betroffen. Im Sachsenwerk in Dresden sind die Auftragsbücher voll. Der Maschinenbauer produziert Mittel- und Hochspannungsantriebe, hat aktuell genügend Beschäftigung. Wir haben viele Branchen in der Wirtschaft, in der wir vertreten sind, die es uns also ermöglichen, Unterschiede oder schwankende Einzelkonjunkturen in den Märkten auszugleichen. Und wir haben viele Langlaufprojekte, vor allen Dingen auch bei uns im Bereich, bei den Großmaschinen, die schon lange bestellt sind. Früh haben Thomas Richter und seine Mitarbeiter auf Corona reagiert, haben feste Teams in der Produktion gebildet. Doch ein weiterer Stillstand hätte auch Auswirkungen auf das Sachsenwerk. Ich denke, für die nächste Zeit jetzt der wichtigste Schritt, dass wir wieder anfangen, stabile Logistikketten aufzubauen, dass wir Sicherheit haben, dass auch unsere Kundschaft Sicherheit hat, damit Projekte angeschoben werden, damit auch Folgeprojekte entsprechend entstehen. Die Unternehmen wollen so schnell es geht zurück in den Normalzustand. Doch die Wirtschaftskrise könnte heftiger werden bei 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Rainer Hoffmann ist Chef des DGB, Deutschlands oberster Gewerkschaftler. Guten Abend, Herr Hoffmann. Guten Abend, Herr Sievers. Herr Hoffmann, wenn Sie diese unfassbar hohen Kurzarbeiterzahlen sehen, was löst das bei Ihnen aus? Naja, es zeigt, welchen erheblichen Druck wir auf dem Arbeitsmarkt haben. Aber es zeigt auch, dass die Kurzarbeit ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass wir Beschäftigung sichern und Menschen nicht arbeitslos werden. Jetzt hat dieses System der Arbeitsagentur im Moment 26 Milliarden Euro Rücklagen. Zum Glück, muss man sagen. Aber auch die werden natürlich nicht so wahnsinnig lange reichen, wenn das jetzt so weitergeht. Kann das Kurzarbeitersystem diese Krise stemmen?
Ich gehe davon aus, dass es diese Krise stemmen kann. Die Kasse, Sie haben es gesagt, der Bundesagentur ist gut gefüllt. Es hängt natürlich vom Verlauf der Krise ab und wann es uns gelingt, wieder einen behutsamen Einstieg in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zu organisieren und wie umfangreich die Kurzarbeit dann am Ende auch sein wird. Aber grundsätzlich sind wir gut gerüstet. Haben Sie den Eindruck, dass die Unternehmen jetzt im Moment die Kurzarbeit mit Augenmaß anwenden und anmelden? Oder sehen Sie da auch Firmen, die das jetzt möglicherweise ausnutzen und die Kosten abwälzen für Probleme, die ihnen so oder so entstanden wären? Nee, wir haben eine ganz unterschiedliche Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wir wissen, Gaststätten, Restaurants sind seit langem geschlossen. Da findet keine Arbeit statt. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitgeber das Instrument behutsam nutzen und ein eigenes Interesse daran haben, dass sie Beschäftigung sichern, weil in ein paar Wochen hoffe ich, dass wir aus der Krise wieder auch langsam in Fahrt kommen und dann brauchen sie ihre Fachkräfte, sie müssen sie dann nicht wieder neu einstellen. Deshalb gehe ich davon aus, das wird behutsam auch von den Arbeitgebern genutzt. Missbrauch natürlich nicht ausgeschlossen. Die meisten Unternehmenszahlen sehen ja wirklich düster aus. Es gibt ganze Branchen, denen brechen praktisch komplett alle Umsätze weg. Das bedeutet ja für Sie, Herr Hoffmann, dass Sie sich in den nächsten Tarifrunden bereits auf einen Satz einstellen werden müssen, nämlich den: Für Tariferhöhungen ist jetzt absolut keine Zeit und kein Platz. Was antworten Sie da? Nee, das haben wir ja gezeigt in den Tarifrunden der letzten Wochen. Viele sind ausgesetzt worden, verschoben worden. Und wir gehen davon aus, dass wir nach dem Sommer dann auch wieder Perspektive haben und dass wir dann auch wieder die Wirtschaft in Gang setzen. Und deshalb gibt es überhaupt gar keinen Grund, jetzt schon den Gürtel enger zu schnallen, sondern lassen Sie uns behutsam dafür sorgen, dass wir möglichst rasch wieder in einen Normalbetrieb kommen. Und das müssen dann auch Arbeitnehmer wieder angemessen an den wirtschaftlichen Erfolgen der Unternehmen beteiligt werden. Da sind Sie natürlich jetzt sehr, sehr optimistisch. Bislang in den letzten Jahren hieß Ihr Motto immer: am Aufschwung teilhaben. Muss jetzt auch gelten, im Abschwung mitleiden sozusagen? Nein, es geht nicht um Mitleiden, sondern es geht um Verantwortung. Und Verantwortung besteht in allererster Linie darin, dass wir jetzt alles unternehmen, um Beschäftigung zu sichern. Wir brauchen, das ist absehbar, konjunkturelle Stützungsmaßnahmen, damit die Wirtschaft wieder in Gang gesetzt wird. Und dann gehe ich auch davon aus, dass Arbeitnehmer dann ihren Anteil bekommen und dass wir doch gerade jetzt auch in der Krise sehen, wie wichtig Betriebspersonalräte sind, wenn es darum geht, die Voraussetzungen, dass wir wieder unter Bedingungen, dass der Gesundheitsschutz, der Arbeitsschutz sichergestellt wird, wieder Fahrt aufnehmen können. Das ist Verantwortung, die übernehmen wir. Und dann schauen wir mal, wie wir in ein paar Wochen dastehen. Ich bin da verhalten optimistisch. Was wir im Moment auch sehen in dieser Krise, ist, wie gut an vielen Stellen Homeoffice funktioniert tatsächlich. Das probieren immer mehr Firmen aus, jetzt zwangsläufig. Gleichzeitig ist es so, dass diese multinationalen Digitalunternehmen, die auch vor der Krise schon sehr im Aufschwung waren, dass die jetzt natürlich noch mal enorm profitieren und sich die Hände reiben. Wie wird unsere Arbeitswelt nach Corona aussehen? Sie wird mit Sicherheit digitaler sein. Der DGB hat schon seit langem einen Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten gefordert. Das findet jetzt in einem großen Umfang statt. Wir müssen aber auch Acht geben, dass mobiles Arbeiten nicht zur Entgrenzung führt, dass keine Mehrarbeit geleistet wird, die am Ende des Tages nicht bezahlt wird. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, wo mobiles Arbeiten dann auch gutes Arbeiten ist. Herr Hoffmann, morgen ist der 1. Mai. Ich nehme an, das ist beruflich zumindest für Sie der wichtigste Tag im Jahr in Ihrem Kalender. Aber wie durchsetzungsstark kann eine Gewerkschaftsbewegung sein, die ihre Forderungen morgen nur virtuell mitteilen kann? Naja, die Durchsetzungsfähigkeit der deutschen Gewerkschaften, die ist natürlich jeden Tag gegeben. Aber Sie haben recht, der 1. Mai ist ein internationaler Feiertag, der internationale Tag der Arbeit. Wir haben sehr früh entschieden, dass wir unter den Bedingungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht auf den Straßen und Plätzen demonstrieren, sondern wir haben uns entschieden, dass wir online gehen, ins Netz gehen. Solidarität heißt in diesem Jahr Abstand halten und wir werden mit einem sehr spannenden, kurzweiligen Live-Programm ab 11 Uhr auf Sendung sein. Ich kann alle nur einladen, schauen Sie bei uns rein, das wird sicherlich interessant. Und Sie hoffen dann, dass ganz viele dabei sind, genauso viele wie sonst auf den Straßen wären?
Ja, ich gehe davon aus, dass wir einen riesen Zuspruch bekommen. Wir haben wirklich ein tolles Programm. Wir haben viel Unterstützung aus der Politik, aus der Kultur. Wir haben lebendige Beiträge von betroffenen Menschen. Und wir werden natürlich auch den 1. Mai morgen dafür nutzen, dass wir unsere Perspektiven von Arbeit der Zukunft, sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Ein besonderer 1. Mai morgen. Rainer Hoffmann, DGB-Chef, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Sievers. Unser nächstes Thema, es hat fast schon etwas von Ritual. Die Bundeskanzlerin bespricht sich mit dem Ministerpräsidenten der Länder. Und hinterher erfahren die Deutschen, wie ihr tägliches Leben in weiteren Corona-Zeiten aussehen kann, soll, muss. Dabei hat die Politik, wie wir alle, die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Pandemie im Auge. Und die sehen heute so aus. Tests haben mehr als 162.000 Infektionen bestätigt. Das sind die aktuellen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Davon sind 123.500 Menschen inzwischen wieder genesen. 6.518 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Die Reproduktionszahl, die das Robert-Koch-Institut errechnet hat, liegt bei 0,76. Das bedeutet, 10 Infizierte stecken rein rechnerisch im Schnitt zwischen 7 und 8 weitere Menschen an. Ja, das ist die Basis, auf der jetzt beschlossen ist, es soll weitere Erleichterungen geben. Und zwar nach bundesweit einheitlichen Grundsätzen. Aber es zeigt sich auch, der Teufel liegt im Detail. Florian Neuhan. Wie kompliziert etwa die Spielplatzfrage ist, zeigt sich heute nicht nur im Kanzleramt, sondern auch 10 Fußminuten davon entfernt. Diese Rutsche im Berliner Tiergarten seit dem Morgen offiziell eröffnet. Dieser Spielplatz hier, anderer Stadtteil, bis zum Abend noch dicht. Manche Sperrung endet erst nächste Woche. Wenn sich schon 12 Berliner Bezirke nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen können, wie soll das dann 16 Ministerpräsidenten und Kanzlerin gelingen, auch wenn die später noch das Ziel so vorgibt? Ich glaube, es ist im Interesse der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, dass es für ganz Deutschland eine Strategie gibt. Also Strategiesuche per Videoschalte, die erste nach Merkels Kritik an manchen Länderchefs und ihrer Umsetzung der Maßnahmen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch. Die große Öffnungsdiskussion aber verschoben auf nächste Woche. Es regiert Prinzip Vorsicht. Denn wir wissen nicht, was kommt und ob das hält. Denn solange kein Medikament, kein Impfstoff da ist, droht jederzeit die Gefahr eines Rückfalls oder einer zweiten Welle. Und so diskutieren sie offenbar länger über die Spielplatzstrategie, entscheiden sich, so forsch will man sein, für die Öffnung. Auch Gottesdienste sollen unter strengen Auflagen erlaubt werden, Zoos will man wieder öffnen, Museen ebenfalls. So viel zur einheitlichen Strategie, die aber auch darin besteht, keine Einheit zu wahren. Wir haben eine unterschiedliche Betroffenheit in Deutschland. Und es gibt in manchen Regionen noch lokale Ereignisse, die besondere Maßnahmen erforderlich machen. Und deshalb wird es von der dänischen Grenze und der Ost- und Nordseeküste im Norden bis hin zu den Alpen unterschiedliche Regeln auch geben. Noch keine Regeln, vor allem aber keine Termine gibt es für Kitas und Grundschulen. Das wolle man erst nächste Woche prüfen. Familien dürfen nicht die Verlierer der Krise sein. Und deshalb ist das heutige Treffen und die Ergebnisse eine Enttäuschung. Wir erwarten, dass mit Priorität für Bildung und Wirtschaft Planungssicherheit geschaffen wird, dass jetzt die Zeit genutzt wird, die offenbar in den letzten Wochen nicht genügend genutzt wurde. Bleibt die Frage nach dem Sommerurlaub, zum Beispiel in Südeuropa? Lieber noch nicht buchen, heißt es dazu heute. Und außerdem, wenn überhaupt, dann doch lieber in Deutschland. Wenn man Richtung Süden fährt, dann kann man da in Bayern. Und der Norden hat auch super Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Damit ist es schon geklärt, wo man hinfährt, Nord oder Süd, Rest ist dann auf der Bayern. Der Westen nicht dabei, sagt Markus Söder, zufällig etwa das Land von Armin Laschet. Für kleine Spitzen ist immer noch Zeit. Ja, mehr zum Bund-Länder-Treffen außerhalb der Urlaubsfrage nachher in der Sendung. Aber erst hat Kai Sölwe die weitere Nachrichtenwelt im Überblick. Bundesinnenminister Seehofer verbietet alle Aktivitäten der islamistischen Hisbollah in Deutschland. Ihre Anhänger dürfen sich nicht mehr versammeln oder ihre Symbole zeigen. In mehreren Bundesländern durchsuchten hunderte Beamte Moscheen und Vereine der Bewegung. Die Hisbollah bestreitet das Existenzrecht Israels. Ihr bewaffneter Arm wird von der EU als Terrororganisation eingestuft. In Deutschland soll sie unter anderem Spenden für ihre Aktivitäten sammeln.
Thüringens Verfassungsschutzpräsident Kramer glaubt nicht an die Selbstauflösung des AfD-Flügels. Der angekündigte Schritt sei eine bewusste taktische Nebelkerze, sagte er dem MDR. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den Flügel Mitte März als rechtsextrem eingestuft und unter Beobachtung gestellt. Der AfD-Vorstand hatte daraufhin die Auflösung der inoffiziellen Gruppierung verlangt, mit Stichtag heute. Krankenkassen dürfen vorerst weiter namentlich unkenntlich gemachte Patientendaten für Forschungszwecke weitergeben. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit einen Eilantrag eines Versicherten zurückgewiesen. Allerdings wollen die Richter die neuen Befugnisse der Kassen kritisch prüfen. Ende 2019 hatte der Bundestag grünes Licht dafür gegeben, dass bestimmte Gesundheitsdaten wie Medikamenteneinnahmen zentral gesammelt und ausgewertet werden dürfen. Am 10. Mai sollen die Polen ein neues Staatsoberhaupt wählen, trotz der Corona-Krise. Allerdings wächst der Druck, den Termin zu verschieben. Mehrere frühere Staats- und Regierungschefs des Landes riefen die Bürger zum Boykott auf. Während die Opposition eine Verschiebung fordert, hält die Regierung an dem Termin fest. Ihr Kandidat gilt derzeit als Favorit. Geplant ist eine reine Briefwahl. Und die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Zahl der Asylbewerber in Europa aus. Wegen verschärfter Grenzkontrollen und Einreiseverbote ging sie deutlich zurück. Im März registrierten die EU und vier weitere europäische Länder etwas mehr als 34.000 Asylanträge, 43% weniger als im Februar. Die meisten Antragsteller kamen demnach weiterhin aus Afghanistan, Syrien und Kolumbien. Wenn die Politik Einschränkungen beschließt und die Gesellschaft sich auf harte Zeiten einstellt, dann gibt es Teile dieser Gesellschaft, die niemand fragt, die keine Stimme haben und keine mächtige Lobbyorganisation auf ihrer Seite. Unsere Kinder, besonders die ganz Jungen. Und das, obwohl gerade sie das Leben in Corona-Zeiten noch mal speziell trifft. Sie spüren, da ändert sich so viel und sie verstehen so wenig. Wie auch, wenn selbst die Erwachsenen lauter Fragezeichen im Kopf haben und jeden Tag neu lernen müssen. Susanne von Lojewski hat mit Clara, Insa und Benjamin gesprochen, stellvertretend für Millionen Gleichaltrige. Bleibst du dann noch länger eigentlich? Hier in der Kita jetzt? Nee, das geht leider nicht. Schade. Clara ist eigentlich ein aufgewecktes kleines Mädchen. Ihre Mutter ist Ärztin, darf ihr Kind weiter in die Kita bringen. Doch da ist nichts wie gewohnt. Kein Trubel, wenig Spielkameraden. Immerhin, ihre beste Freundin Insa ist auch da. Die Welt der Fünfjährigen aber hat sich verändert. Am dummsten finde ich, dass ich nicht mit meinen Freunden spielen kann zu Hause. Dann dürfen wir auch nicht mehr nebeneinander sitzen. Aber die Oma und Opas können an Corona sterben. Kinder machen sich viele Gedanken. Warum ist alles so, wie es ist? Und wie lange wird es dauern? Fragen, die auch kleine Menschen sich stellen und die sie belasten. Ich finde, den Kindern wird schon viel abverlangt. So. Also von jetzt auf gleich eine neue Situation, mit der sie so zurechtkommen müssen. Die meisten Kinder, so sagen Experten, sehen sich selbst in der Corona-Krise nur als Belastung, weil sie betreut, beschäftigt, bekocht werden müssen. Dabei ist auch ihre kleine Welt aus den Fugen geraten, ohne dass sie darüber reden. Das sehen wir auch in normalen Zeiten, dass Kinder sehr rücksichtsvoll sind und oft sehr lange ihre psychische Belastung zurückhalten, die Eltern da zu schonen versuchen und das versuchen mit sich selbst auszumachen. Und das ist jetzt in dieser Zeit natürlich nochmals schärfer. Nicht mehr reden, auch wenn gerade das jetzt wichtig wäre. Erst recht mit anderen Menschen als den eigenen Eltern. Benjamin, der zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus musste, vermisst seinen Kindergarten nicht wirklich. Aber dass er seine Großeltern nicht mehr sehen darf, das beschäftigt ihn schon. Manchmal bringt Mama auch was zu Oma und Opa, ganz viel Lebensmittel, die können gar nicht selber einkaufen. Für Benjamins Kinderarzt Andreas Oberle ist klar, Kinder brauchen schnell wieder Sozialkontakte außerhalb der eigenen vier Wände und sei es nur stundenweise. Über 10 Millionen Kinder unter 14 Jahren gibt es in Deutschland. Auch ihre Rechte seien nun wichtig. Kinder werden gerade zu wenig gehört, aber sie konnten auch zu wenig gehört werden. Es wurden wichtige und wesentliche Entscheidungen getroffen, die einfach
gemacht werden mussten. Aber jetzt müssen wir in die Zukunft schauen und jetzt müssen wir die Kinder wieder mehr einbeziehen. Es ist ein schwieriger Balanceakt, das Leben in diesen Tagen nicht nur nach den Interessen der Erwachsenen zu lenken, sondern auch die Sorgen und Wünsche der Kinder im Blick zu behalten. Die Welt häufiger mal aus der Perspektive der ganz Kleinen zu sehen, ist generell keine schlechte Idee. Den Corona-Überblick an diesem Donnerstag hat jetzt Simone Friedrich. Großbritannien hat die Zahl der Toten laut Johns Hopkins Universität auf mehr als 26.700 nach oben korrigiert. In die Statistik sind nun auch Todesfälle aus Pflegeheimen und Privathaushalten in England und Wales aufgenommen. Großbritannien hat damit die zweithöchste Zahl an Toten in Europa nach Italien. Der Medikamentenwirkstoff Remdesivir kann die Genesung von Covid-19-Patienten offenbar beschleunigen, so das Ergebnis einer US-Studie. Die Patienten hätten sich durchschnittlich in 11 statt 15 Tagen erholt. Ob es die Sterberate senken kann, ist nicht klar. Wissenschaftler warnen vor zu großen Erwartungen. Kinder, die mit dem Coronavirus infiziert sind, sind vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene, berichten Forscher um den Virologen Drosten von der Berliner Charité. Sie warnen deshalb vor einer uneingeschränkten Schul- und Kindergartenöffnung. Die Studie ist noch nicht von unabhängigen Experten geprüft. Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen haben beschlossen, jetzt auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche wieder zu öffnen, teils schon am Samstag. Voraussetzung sind allerdings Schutzkonzepte. Jetzt nochmal zurück zu den Gesprächen in Sachen Corona zwischen Bund und Ländern. Jedes dieser Treffen im Angesicht einer gemeinsamen Bedrohung führt zu neuen Fragen. Führt auch schon mal zu Stirnrunzeln, aber es macht eben auch klar, das hier ist ein großes Land mit vielen unterschiedlichen Ausgangssituationen, Sorgen und Nöten. Die Menschen im Saarland sehen sich gerne als Teil einer Familie und denken dabei wenig an das ferne Berlin und viel mehr an ihre Nachbarn in Frankreich und Luxemburg. Kein Wunder also, dass dort jetzt eine Diskussion läuft, welche Schäden für das länderübergreifende Familienleben die geschlossenen Grenzen anrichten und wie viel diplomatisches Fingerspitzengefühl der saarländische Innenminister in dieser Sache haben muss. Heute kommt die Nachricht, ab sofort will das Saarland 3 weitere Grenzübergänge öffnen. Aus Saarbrücken berichtet Susanne Freitag. Als das Saarland Mitte März seine Grenze dicht machte, ging ein Schock durch die Region. Deutschland prescht vor im Infektionsschutz. Das Saarland grenzt sich ab vom französischen Nachbarn. Und dann fiel immer wieder einer auf. Innenminister Klaus Bouillon, der als oberster Polizist an der Saar natürlich auch die Grenze sichern muss. Markige Worte immer wieder. Bouillon gilt als Hardliner, der auch mal aneckt und Konflikte nicht scheut, auch wenn sie Grenzen überschreiten. Das sagte er dem saarländischen Rundfunk. Zunächst einmal geht es darum, dass die Franzosen wissen, wenn sie kommen, sie werden überprüft, wir machen punktuelle Kontrollen. Und wenn es gelingt, jeden Tag einige zu finden, die wir zurückschicken, dann haben wir das Risiko minimiert. Pro Tag gibt es nach wie vor 500 Zurückweisungen. Das mag ich mir nicht vorstellen, was wäre, wenn all diese Menschen zu uns gekommen wären. Bouillon ist zitiert worden, auch bei uns, mit diesen Sätzen aus dem Handelsblatt. Grenzschutz ist Menschenschutz. Jeder abgewiesene Franzose bedeutet ein Stück mehr Sicherheit für die Saarländer. Heftige Reaktionen im Netz. Heiko Maas twittert, dass solche Aussagen nicht akzeptabel seien. Ein Affront gegen die französischen Nachbarn, Katharina Barley. Er hinterlässt einen Scherbenhaufen, schreiben Saarländer, und erste Stimmen fordern seinen Rücktritt. Bouillon reagierte heute auf Facebook. Den Satz, mit dem er zitiert werde, habe er so nicht gesagt. Dennoch entschuldigt er sich dafür, dass seine Äußerungen in der letzten Zeit zu Missverständnissen geführt haben. Die SPD, GroKo-Partner im Saarland, kritisiert Bouillon schon seit langem. Sie erwarten eine Reaktion des Ministerpräsidenten. An dieser Stelle muss der Ministerpräsident als CDU-Vorsitzender und als Ministerpräsident des Landes das letztlich bewerten.
Und er muss vor allem klarstellen, dass er nicht hinter einem solchen Gesamtauftritt steht und muss sich deutlich distanzieren. Das ist die Erwartung der SPD. Tobias Hans verteidigte seinen Minister heute Abend in einer Fernsehsendung. Natürlich habe ich mit Klaus Bouillon gesprochen und er ist auch tief betroffen, dass Zitate von ihm, die jetzt auch schon einige Wochen zurückliegen, in der Zeit hat sich ja auch was verändert, und dass vor allem auch ein falsch wiedergegebenes Zitat jetzt in dieser Form diskutiert wird. Und Klaus Bouillon bedauert es, dass das auch zu einer Minderung unseres Ansehens führen kann. Reizthema Grenze. Die Franzosen waren tief verletzt über die Grenzschließung und die Äußerungen aus dem Saarland. Jetzt muss Ruhe einkehren, findet Christoph Arendt, der in Frankreichs Nationalversammlung für die deutsch-französischen Beziehungen zuständig ist. Es geht hier nicht nur um Franzosen. Es gibt hier Deutsche, die in Frankreich leben, Franzosen, die in Deutschland leben. Wir sind Deutsch-Franzosen, Europäer. Die Gefahr, das Virus zu instrumentalisieren, ist groß, sagt er und warnt vor Populismus, der den guten Verhältnis an der Grenze schade. Heute haben Tobias Hans und Horst Seehofer erst einmal eine Öffnung weiterer Grenzübergänge beschlossen. Ein erster Schritt in Richtung Normalität in einer Region, in der man die Grenze fast vergessen hat. Und wir schauen noch mal auf die wirtschaftliche Seite der Corona-Krise. So sehr sie manche Wirtschaftszweige beutelt, so sehr verschafft sie anderen Branchen Rückenwind. So erwarten viele IT-Unternehmen einen richtig gehenden Wachstumsschub. Schließlich ist der Computer im Moment Kino, Büro und Einkaufsladen in einem, Sina Meinitz in Frankfurt. Ja, und noch vieles mehr zugleich. Deshalb profitiert mittelfristig vor allem die Digitalwirtschaft. Zwar vermutet der Verband der Internetwirtschaft ein Minus von 1,2% fürs laufende Jahr, aber perspektivisch gesehen kann die Branche nach der Corona-Krise auf steigende Wachstumszahlen setzen. Denn Corona beschleunigt die Digitalisierung in vielen Bereichen, unter anderem im Handel und in der Logistik. In den nächsten 5 Jahren wird erwartet, dass die digitale Wirtschaft boomt. Bis zu 10% jährlich könnten die Steigerungsraten sein. Besonders digital aufgerüstet wird in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Public Cloud Services, also digitale Speicherdienste. Rosige Aussichten also für die Digitalwirtschaft. Weniger rosig waren die Aussichten heute am deutschen Aktienmarkt. Der DAX verliert vor dem langen Wochenende mehr als 2% und beendet den Handel mit 10.862 Punkten. Am Nachmittag kam das Minus passend zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen aus den USA. Seit Ausbruch der Corona-Krise haben dort 30 Millionen Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die USA sind in Sachen Digitalisierung schon mehrere Schritte weiter als Deutschland. Es gilt jetzt nicht, den Anschluss zu verpassen. Wir haben es vorhin gehört, selbst der 1. Mai, morgen der Tag der Arbeit, wird beim Deutschen Gewerkschaftsbund digital gefeiert dieses Mal. Sina, vielen Dank an die Börse. Im Dieselskandal hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen seine Musterfeststellungsklage gegen VW zurückgenommen. Grund ist ein groß angelegter Vergleich mit dem Autobauer. 235.000 Anträge hat VW nach eigenen Angaben bereits positiv geprüft. 17.000 Fälle würden noch bearbeitet. Die betroffenen Kunden erhalten demnach je nach Fahrzeug zwischen 1.350 und 6.250 Euro. Ab morgen müssen Postkunden weniger für private Päckchen und Pakete bezahlen. Der Konzern nimmt die Preiserhöhung vom 1. Januar wieder zurück. Damit kostet zum Beispiel ein mittelgroßes Päckchen jetzt wieder 4,50 Euro statt 4,79 Euro. Grund für den Rückzieher ist ein Streit mit der Bundesnetzagentur. Wie sehr sich die Pandemie auf Verkehr und Wirtschaft auswirkt, lässt sich auch an der weltweiten Luftqualität messen. Die Internationale Energieagentur verzeichnet den stärksten Rückgang der CO2-Emissionen, den es je gegeben hat. Insgesamt werde der Treibhausgasausstoß in diesem Jahr voraussichtlich um 8% sinken, der weltweite Energiebedarf um 6%. Experten gehen allerdings davon aus, dass der Effekt nur kurzfristig ist. Und jetzt ein runder Geburtstag, den ein ganzes Land feiert. Captain Tom Moore, britischer Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, wird 100. Der Mann ist zur Berühmtheit geworden in der Corona-Krise und zum Vorbild. 100 Runden hat Captain Moore durch seinen Garten gezogen. 1.000 Pfund wollte er so für Pfleger und Ärzte sammeln. Es wurden über 30 Millionen Pfund, Weltrekord. Und Anlass für die Luftwaffe zu gratulieren. Ich habe die Ehre, Ihnen ein paar Glückwünsche und Geschenke zu überreichen.
Ein paar ist gut. Es sind über 125.000 Geburtstagskarten, darunter auch eine von der Queen. Und dann das, zwei alte Spitfire-Informationen über seinem Haus. Großbritannien gratuliert und verneigt sich. Und macht Captain Moore heute zum Colonel. Damit entlassen wir Sie in diesen Donnerstagabend, empfehlen Ihnen die Runde bei Maybrit Illner. Hochspannend, die Politik macht auf, die Unsicherheit bleibt. Und wir danken fürs Interesse. Und sagen tschüss, bis morgen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit Wochen ist es in aller Munde, dass es so wahnsinnig trocken ist. Also schauen wir uns doch mal die Regenmengen hier beispielhaft an der Station Berlin-Tegel der vergangenen 12 Monate an. Da sieht man, dass es zum Beispiel im Februar recht viel geregnet hat, ähnlich wie im Juli 2019. Wir müssen das natürlich aber im Vergleich setzen zu dem, was im klimatologischen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 normalerweise runterkommt. Und da sieht man eben ganz deutlich, dass es einige Monate gab, denen hat es deutlich weniger geregnet, wie zum Beispiel im August 2019 oder eben jetzt auch hier im April 2020. Also freuen wir uns nach wie vor über den Regen, der da fällt. Der kommt von Westen heran. Es sind kleine Tiefs, die uns da immer wieder mit Regen versorgen. Und dabei bleibt es bei uns auch relativ kühl. Und das ändert sich in den nächsten Tagen nicht. Es kommen jetzt die neuen Regenwolken im äußersten Westen an. Dazwischen, zwischen dem abziehenden Regen hier im Osten, tut sich aber eine kurze Regenpause auf. Und dieses neue Regenband, das liegt dann morgen früh hier zwischen der Nordseeküste und dem Pfälzerwald und zieht im Laufe des Tages weiter nach Osten. Danach gibt es etliche Regenschauer und Gewitter. Aber zwischendurch kann sich doch auch mal kurz die Sonne zeigen. In den Gewittern gibt es auch stürmische Böen. Die Temperaturen der Nacht liegen so zwischen 4 und 10 Grad. Morgen über Tag gibt es maximal 11 bis 19 Grad und wechselhaft geht es erstmal weiter. Schönen Abend noch.